So, möge der Krieg beginnen. Ja, dieses Level hält uns nur noch davon ab, Bowser zu betreten, bekämpfen. Wie auch immer. So. Das Level dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein, auch wenn man hier extrem von allen Seiten hier angegriffen wird. Okay. Das war eigentlich noch recht simpel, finde ich. Ah, noch so Monty-Schraubenschlüssel, aber ich gibt's auch noch hier. So, einen gibt's nicht mehr. Da will ich rauskommen, okay. So, dich mache ich platt. Der ist weg. Der da drüben kann machen, was er will. Kriegt mich eh nicht. So. Und du machst die auch vom Acker. Warum die auch immer hier aus dieser Panzer so rausfliegen, wenn man sie einmal so anwedelt? Okay. Wie auch immer. So. Boah, hier wird aber echt... Also ich muss schon sagen, Bowser hat sich da schon irgendetwas Fieses ausgedacht. Wenn er hier wirklich so viele Panzer hat. Also, das ist echt nicht nett. Muss ich schon sagen. So, wir müssen gleich da sein. Und wir sind schon da. Wir haben es geschafft. Ey, wie leicht ist denn das? Ey, mir kam das früher wirklich mal so schwer vor. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ist auch schon ein Weilchen her. Egal. Ich habe es geschafft. Ich habe besiegt. Ich habe es bald durch. Fehlt nur noch Bowser. Okay, Leute. Betreten wir Bowsers Schloss mit 98 Leben. Was kann da schon schief gehen? Okay, da als erstes müssen wir hier durchrennen. Wow, hier werden wir scharf geschossen. Okay. Und dann ist hier ein Fahrstuhl, der bringt uns nach oben. In etwa so. So, hier muss ich runterfallen. Wuppa. Okay, hier kann ich durchrennen, hochfliegen, vorsichtig. Nicht von diesen Kugeln berühren lassen. So, und dann gibt es hier auch noch ein Leben. Das heißt, ich habe doch noch 99. So, jetzt kann ich hier durch die Wand sogar glitschen, wenn ich es richtig anstelle. Wenn ich es richtig anstelle. Allerdings, ja, ich habe es geschafft. So, kann ich hier eine Abkürzung nehmen. Komme ich schneller zu Bowser. Und zwar ist der obere Weg... na toll, ich habe es verkackt. Der bessere Weg, aber ich kann trotzdem noch fliegen. So, hoch da. Und rein hier. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Statuen. Okay, ich kann Gott sei Dank auf die drauf springen, damit sie mir nichts anhaben können. So, hier kommen schon Feuerbälle. Das heißt, wir sind gleich da. Und kämpfen dann gegen Bowser höchstpersönlich. Wobei... okay, ohne Blatt. Auch gut. Und wir sind schon da. Wow. Boden. Blöcke. Und Bowser. Wow. Okay, wie besiegen wir Bowser? Wir können nicht auf ihn drauf springen. Wir können nur warten, dass er hier ins Loch springt. Und ich habe von Team Sun auch irgendwie einen Hinweis bekommen, dass Bowser wohl nur am Kopf verletzen kann. Das heißt, wenn ich so in ihn stehen würde... wie geil. Kann er mir nichts anhaben. Ja, das ist echt mal interessant. Okay. Habe ich euch das auch noch gezeigt? So, jetzt warte ich nur noch, bis er hier hinspringt. Ich muss nämlich in den Boden bringen. So. Gut, 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 gut. Ah, ich gehe auf die andere Seite. So, ich muss nur aufpassen. So, gut. Los, komm, hier, spring in die Mitte. Spring in die Mitte, Bowser. Spring in die Mitte. Tu mir den Gefallen. So, eine Feuerflamme noch und... nein, nein. Okay, das war blöd. Ah, Mist. Scheiße. Okay, ich habe ja noch eine Feuerblume, also werde ich dich jetzt mit Feuerblume bekämpfen, Bowser. Ob es dir passt oder nicht. So, einfach nur durchrennen. Gut, wir haben Fahrstuhl benutzen. So, jetzt will ich da aber schnell hin. Schnell, schnell, schnell. Go, 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 Mario. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. So, hier sind noch ein paar Kerzen. Hopsa, schnell. Go. Knapp. Okay. So, nochmal das Leben holen. Haben wir immer noch 99. So, jetzt aber. So, durch da. Okay, das müsste ich jetzt hinkriegen. Wenn ich jetzt runterfalle, dann habe ich ein Problem. Nein, ich krieg's nicht hin. Okay, versuchen wir mal Folgendes. Nee, das klappt nicht, okay. Dann versuche ich mal was anderes. Noch ein bisschen Anlauf nehmen. Ah, schade, fast. Aber da kommt man hoch. Okay, das versuche ich jetzt. Ach, wie auch immer. Ich krieg das noch hin, was ich jetzt vorhabe.
Ja, perfekt. So, geht doch. Gut. Jetzt muss ich nur noch hier geschickt springen können. Oh Gott. Wie soll man das denn hier hinkriegen? Okay, das Ding spuckt nicht oder schießt nicht. Keine Laser, aber der hier, glaube ich. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. So, jetzt können wir Bowsers Feuerbälle, die uns daran hindern wollen. So, gut, jetzt besiege ich Bowser mit Feuerblume. Jetzt hast du verschissen. Wenn du nicht in Abgrund willst, dann wirst du gegrillt. Na komm her. So, komm. Ich zeig dir, wer hier der Boss im Ring ist. So, friss das, friss das. Geh tot, geh tot, geh tot, geh tot. Okay, du hältst verdammt viel aus. Für einen Bowser. Ah, oh, ja, da oben krieg ich dich doch nicht. So, komm her. Komm runter, du Feigling. Trau dich. So, jetzt hast du verschissen. Brenner. Komm schon, geh kaputt, geh kaputt. Mann, wie viel hält er aus? Das ist nicht normal für einen Bowser. Also, das ist von... Hallo? Ah, endlich. Ja, er ist kaputt. Wow. Okay. Kein Bumm. Da doch. Die Erde bebt noch zum Schluss. Wow, wir haben Bowser besiegt. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Super Mario Bros. 3 durch. Komplett alle 8 Welten und wir können jetzt in diese Tür hier. Und wir finden Peach. Wir haben Peach gerettet. Yay. Danke dir. Aber unsere Prinzessin befindet sich in einem anderen Schloss. Kleiner Scherz. Hihihi. Nein. Tschüss. So. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Prinzessin gerettet und sehen jetzt noch einmal die ganzen Welten so mit Credits und so. Da, Grassland. Das war die Welt 1. Wir haben anfangs ein Problem. Und in der Wüste ging's schon los. Wir fanden in geheime Wege. Und so weiter und so fort. Die Wasserwelt war blöd. Viel zu geschwommen. Und das war auch so toll. Die vierte Welt. Meine Lieblings- Welt, der Riesengegner. Und im Himmel war's ziemlich hoch und ganz schön tief. Wir haben in Welt 6 sehr viel Eisiges erlebt. Damit haben wir es schon fast geschafft. In Welt 7 war's schon schrecklich. Zu viele Röhren und zu viel Wege. Aber das war gar kein Problem für uns. In Welt 8 wartete Bowser im dunklen Land. Mit der Feuerblume besiegten wir ihn. Und das war's auch soweit schon. Gut, Leute. Was kann ich sonst noch großartig so zum Abschluss sagen? Jetzt, wo wir es geschafft haben? Ja, ich finde Super Mario Bros. 3 ist wirklich mein Lieblings-Super Mario Bros. Spiel fürs NES. Natürlich gibt es das auch noch in Remake-Form für Super Nintendo und für den Advance. Wobei ich die alte Variante irgendwie viel toller finde. Ist halt meine Meinung irgendwie. Weiß ja nicht, wie ihr da so denkt. Ja, Grafik zu dieser Zeit, ja, kann man eigentlich sagen, zu der Zeit war es schon genial. Spielverhältnis, also es macht auf jeden Fall Spaß. Man sitzt lange dran. Verdammt lange. Ja, was kann ich sonst noch so sagen? Ja, die Musik in diesem Spiel ist auf jeden Fall auch verdammt gut. Und ja, ich würde auf jeden Fall noch ein paar Mario Bros. Teile spielen. Als Let's Play. Den zweiten. Den Lost Levels Teil. Das Famicom Disk System Original. Und das andere zweite, also unseren zweiten Teil, werde ich auch noch machen. Dann habe ich die Reihe auf jeden Fall komplett. Und was wird als nächstes als Let's Play folgen? Lasst euch überraschen, Leute. Gut, aber bevor ich hier jetzt beende, ich glaube, ich kann jetzt Start drücken. Hier steht zwar The End, ich habe es geschafft, aber wir können auch mal von vorne anfangen, wenn wir wollen. Aber
Im zweiten Durchlauf haben wir den Vorteil. Wir haben unendlich P-Flügel! Ja, wir haben nur P-Flügel. Ganze 4 Seiten voller P-Flügel. Und können das Spiel jetzt sozusagen ohne Probleme spielen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das könnt ihr ja machen, wenn ihr das mal schaffen solltet, das Spiel durchzuspielen. Dann nochmal das Ganze mit P-Flügeln machen. Ihr habt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28 P-Flügel. Ich weiß nicht, wie viele Level es insgesamt gibt. Na gut, Leute. Dann war's das mit Super Mario Bros. 3. Ich verabschiede mich hier. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, auf Wiedersehen. DJ KR Strikes Back.